oder? Ich glaube, ich habe die letztens probiert. Ja, geht noch. Echt? Kann man noch essen. Bitte. Okay. Schmeckt tatsächlich ein bisschen alt, aber... Die schmeckt mir nicht. Die wollte ich auch schon wegwerfen. Dann hast du gesagt, du isst die vielleicht. Ja, die ist aber auch schon sehr lange abgelaufen. Die ist auch schon mindestens ein halbes Jahr lang offen. Echt? Abgelaufen? Ja. 8.2017, über ein Jahr. Okay, dann habe ich die doch schon so lang. Ja. Die hat mir nicht geschmeckt. Boah, das riecht aber auch übel. Diese mit, was ist die mit Cookie? Ja, mit Cookie. Also da probiere ich jetzt auch nicht. Die sieht auch nicht mehr so toll aus. Die hat frisch schon nicht geschmeckt. Also mir hat die überhaupt nicht geschmeckt. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall nichts ist, was man noch probieren sollte. So, hier, achso, das sind Brause-Dinger. Ich tue mal hier dein Brause-Ding da reinlegen. Das müsste Cola auch noch sein. Wo ist Cola? Brause, Bonbon. Ah, da ist die Packung. Cola, okay. Ja, warte, das gehört da rein. So. Damit es wenigstens ein bisschen zusammenhält. Ja, das hilft bestimmt sehr. Hallo. Bin mir sicher, dass das hilft. Ja. So, schau. Okay, was haben wir hier? Ist frisch. Das ist super. Rum-Traubennuss. Mm. Da gönnen wir uns so ein kleines Alkoholchen. So, was haben wir hier? Die schmecken mir nicht. Ah, da haben wir mal geguckt, ob die billig M&M's gut schmecken. Aber mir schmecken sie nicht. Und sie schmecken nicht mal ansatzweise so wie die M&M's. Also wirklich total weit weg. Aber ich finde sie gut. Wann ist sie? Sind sehr erdnussmäßig. Ja, also ich weiß nicht, mir schmecken die Erdnüsse, die da drin sind, nicht wirklich. Oder ich habe schlechte erwischt, aber ich glaube, ich habe ein paar probiert. Und halt, das ist fast eigentlich nur Erdnuss. Man schmeckt eigentlich fast nur Erdnuss. Und halt der Erdnuss ist für sie. Aber es ist noch gut. Bis jetzt haben wir wirklich noch nicht viel zum Wegschmeißen. Nein. Du bist echt geizig. Schogetten. Im Januar abgelaufen. Ja, die haben mir auch nicht so geschmeckt. Ich fand Schogetten auch noch nie so geil. Und wir haben die früher mal gegessen mit meinem Papa, wenn wir Computer gespielt haben. Dann gab es immer Schogetten, aber irgendwie, nö. Sind da noch die Lebkuchen-Schogetten drin? Nee, haben wir die schon weggeschmissen. Ich finde es so geil, wie du alles probierst. Wirklich nicht gut. Leo, pfui. Oh, Alter, ist das doch eklig. Die ist noch gut, oder? Die ist noch nicht so ein bisschen, nur nächstes Jahr. Was haben wir hier? Die schmeckt mir komischerweise auch nicht. Das ist eine Rittersport Alpenmilch und die schmeckt mir nicht. Aha. Die sind noch nicht alt, aber... Ja, ist halt eine sehr spezielle Schokoladenart. Arabia. Die ist halt ja gut, das macht ja an sich nichts. Also naja, es gibt halt verschiedene Arten von Kakao. Und das ist halt so. sehr eine andere Richtung vom Kakao. Du kannst sie ja mal probieren, aber bei mir schmeckt sie nicht. Ich würde sie wegschmeißen. Ja, ich probiere die mal. Achso, dann haben wir hier Erdnüsse. Das klingt auch nicht so, als wenn da noch... Die sind ungezuckert, oder? Ungesalzen. Nee, die sind pikant. Achso. Ach die. Oh, die waren voll lecker. Die waren eigentlich gut, gell? Schmecken die noch? Sind die noch gut? Ich weiß nicht. Ich schaue gerade nach dem Datum. Ah, hier unten. Juli. Sind aber auch schon sehr lange offen. Ja. Die will ich eigentlich jetzt auch nicht probieren. Nee, lass mal lieber. Aber auf jeden Fall ist das etwas zum Wegschmeißen. Oblaten. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ihre Mutter macht gern super Kekse und so. Und ich klaue ja immer diese Oblaten. Und deswegen hat sie mir zum Geburtstag? Nee. Ja. Nein, zum Geburtstag, genau. Ich glaube schon. Hat sie mir Weizenoblaten geschenkt. Normalerweise. Ja, das war aber nicht dieses Jahr Geburtstag. Nee, das war letzten Geburtstag. Aber die halten eigentlich, glaube ich, ewig. Also ich glaube nicht, dass die. Das ist so wie Mehl oder sowas. Sowas hält eigentlich ewig, wenn man das trocken lagert. Aber ich suche mal ein Datum und dann stelle ich wahrscheinlich fest, dass die schon seit 10 Jahren abgelaufen sind. Oh! Und? Letztes Jahr im Dezember. Nein! Hä? Früher! Früher, echt? Viel früher, also wirklich deutlich früher. Ich dachte, die hat sie dir letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Und das ist jetzt auch ein Punkt, wo ich sage, das möchte ich nicht, weil wann? Das ist, wann? Ich würde sagen, die Leute sollen raten. Zeig mal.
Die Leute sollen raten, es geht nur um das Jahr. Also welches Jahr? Es ist nicht dieses Jahr und auch nicht letztes Jahr, sondern älter, viel älter. Hä, hey, also wann hast älter, du dir die geschenkt? Älter auf jeden Fall. Aha. Also schreibt in die Kommentare, wo ihr vermutet, wann die abgelaufen sind. Und ich antworte euch, wenn ihr richtig liegt. Du darfst es aber nicht vergessen. Nee. Die ganze Packung, da hast du noch kein einziges gegessen davon. Nee, aber sie hat mir drei oder so geschenkt und zwei habe ich gegessen. Okay. Ich glaube, ja, eine kleine, glaub, eine große. Ja, stimmt, und zwei große und eine kleine. Ja. So, dann haben wir hier Hustenbonbons, die sind bis zum. Die sind auch schon 4 Jahre alt oder so. Ja, aber die halten sich jetzt schon nicht lang. Also 5.2019. Krass, die haben wir schon seit 2 Jahren oder so zu Hause. So, dann haben wir hier noch Ricola, der Original-Schweizer. Die sind auch schon ziemlich alt. Ja, und die sind auch nicht mehr gut. Obwohl, nee, warte, Entschuldigung, 30.09.2018. Ja. Da kann man vielleicht dann im Herbst dann schon davon vertilgen. Warte mal ganz kurz. Ach nee, okay, weil ich weiß, ich habe irgendwann mal eine neue Packung gekauft, aber dann war das die neue Packung. Oh! Die sind, glaube ich, auch schon sehr alt. Ja! Die habe ich. Was denkst du? Die habe ich mit den blauen zusammen gekauft. Okay, was denkst du, wann die abgelaufen sind? Vor einem Jahr, vor 1,5 Jahren. Süß. Sag. Juli 2017. Ja, ist doch vor einem Jahr. Ja. Ja, aber trotzdem. Die habe ich mit den blauen zusammen gekauft und die blauen sind noch haltbar. Ja, musst du jetzt wissen. Nein, ich will sie nicht mehr. Nein, denke ich auch. Nach einem Jahr, glaube ich, ist auch. Ich meine, wenn etwas ein halbes Jahr alt ist oder sowas, dann schmeckt es vielleicht nicht mehr so toll. Aber man kann es meistens dann noch essen, weil es ja so viel Zucker ist. Mal wird das nicht schlecht. Aber nach über einem Jahr schmeckt sowas nicht mehr so geil. Ich glaube, die schmecken noch. Geht's denn auch noch hier? Hier, warte, die Schokolade will ich noch probieren. Ich meine, jetzt habe ich so viel komisches Zeug gegessen, dann kann ich das hier jetzt auch noch probieren. Mmh, ja. Man schmeckt, dass das Karamell schon ein bisschen älter ist, aber sie sind noch gut. Mmh. Mmh, sind gut. Schmeckt dir die, dann kannst du sie aufessen. Mhm. Gut. So. Ja, also viel ist nicht. Ja, aber echt nicht, warte mal. Ist das alles, was wir wegtun? Mhm. Und es fällt auf, es sind fast keine süßen Sachen, sondern nur herzhafte. Vielleicht ist das so ein Indiz, dass wir sowas nicht mehr kaufen sollten. Oder eher selten. Ich meine, ich denke mal, Schokolade hat ja immer so seinen eigenen Geschmack. Es hat ja eigentlich immer so dieselbe Richtung. Aber so Gebäck oder sowas, das ist immer irgendwie ein bisschen anders da. Es gibt halt verschiedene Würzmöglichkeiten und so. Und Pistazien gehen normalerweise immer leer. Eigentlich ist ein Wunder, dass die noch da sind. Erdnüsse gehen normalerweise immer leer. Ja, Salzstangen gehen normalerweise immer leer. Und das hier wundert mich ehrlich gesagt auch, dass ich die nicht aufgegessen habe. Also in allem sind wir eigentlich gut dabei. Ich habe mir das schon mal vorgestellt. Na gut. Gut, ich hätte halt noch mehr weggemacht, aber wenn du sagst, du magst die Sachen, die ich weggeschmissen hätte, dann passt's ja. Ja, aber ich kann auch nicht hier die Schokolade durchnehmen. Ja, aber mir schmeckt sie nicht. Ich werde sie die nächsten 10 Jahre nicht essen. Ja, aber ich vielleicht. Ja, das ist ja okay, wenn du sie. Sag ich ja, das ist ja super, wenn du sie willst. Also, wenn, dann würde ich sie eher verlosen, als sie wegzuschmeißen, oder? Gute Idee. Ja, dann, nee, die Sachen sind. Haben wir irgendwas, was wir verlosen? Irgendwas? Wir haben nichts, gell? Nee, alles meins. Alles deins, ja. Schade. Gab es irgendwas, was du nicht essen willst? Nee, schade. Alles andere ist offen. Vor allem, das ist fast alles offen eben. Ja, ich will auch nichts Offenes verlosen. Okay, wir können Popcorn verlosen. Nein, ich das lassen wir. Ja, sehr interessante Erfahrung. Und, jetzt können wir die Schublade sauber machen, wie praktisch. Ja, das machen wir auch. Schau mal, wie die aussieht. Nee, das machen wir nicht. Ja, es krümelt halt ein bisschen. Ist halt so, ne? Aber da liegen keine Tiere drin, oder? Nee, okay, gut. Guck mal, ich habe einen Kürbiskern gefunden. Jo, cool. Magst du einen Kürbiskern? Natürlich. Ja, liebe Leute, interessante Erfahrung, war lustig. Werde ich nicht wieder tun. Ja, aber das hier kommt ja alles wieder rein. Das kommt wieder alles rein. Das war nicht der Plan. Akzeptiert. Okay. Und jetzt wissen wir auch wieder, was drin ist. Sehr gut. Ja. Genau, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da und wie gesagt, einen Kommentar, wo ist das Produkt? Hm? Ah ja, die Oblaten. Wie alt die Oblaten sind.
Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Peace!